Es war der Medienskandal des Jahrhunderts. Vor 40 Jahren präsentiert der Stern angebliche Tagebücher von Adolf Hitler. Doch sie sind gefälscht und die Bücher landen beim Stern im Safe. Wir haben uns die geheimen Tagebücher besorgt. Das hier hat bis heute kaum jemand gelesen. Die Fälschung sollte Hitler reinwaschen. Diese Tagebücher sind Ausdruck von Holocaustleugnern. Dahinter steckte offenbar ein geheimes Nazi-Netzwerk. Und wir haben es gefunden. Habt ihr von dieser Geschichte schon mal gehört? 1983 zeigt der Stern der Weltöffentlichkeit die vermeintlichen Hitler-Tagebücher. Eine echte Sensation. Aus dem Tresor in Zürich. Eingeflogen. Tausende Seiten in alter deutscher Handschrift. Der Stern schreibt: Die Geschichte des Dritten Reiches wird in großen Teilen neu geschrieben werden müssen. Und er hat sie gefunden, der Reporter Gerd Heidemann. Doch es gibt Zweifel, sowohl an der Echtheit, aber auch daran, ob man Hitlers intimste Gedanken überhaupt veröffentlichen sollte. Wer Tagebuch schreibt, wird dann zum Menschen, offenbart menschliche Gefühle. Ja, meinen Sie, dass ein Journalist, der so etwas findet, das verschwinden lassen soll? Die ganze Welt staunt über den spektakulären Coup. Doch nur wenige Tage später meldet das Bundeskriminalamt, das Papier wurde erst nach Ende des Krieges produziert. Die angeblichen Hitler-Tagebücher sind nach Überzeugung amtlicher Experten eine Fälschung. Für den Stern war das die peinlichste Blamage in der Geschichte. Und die Bücher landen im Giftschrank. Der angebliche Finder Konrad Fischer, dem der Stern die Bücher für Millionen abgekauft hat, heißt in Wahrheit Konrad Kujau und räumt ein, die Bücher gefälscht zu haben. Reporter und Fälscher landen vor Gericht. Am Ende werden beide zu Haftstrafen von über 4 Jahren verurteilt. Kujau, weil er gefälscht, Heidemann, weil er den Verlag um Millionen betrogen hatte. Kujau tritt nach seiner Haftstrafe als der gute Ganove auf, der die Medienwelt an der Nase herumgeführt hat. Und das Publikum liebt ihn für seinen Streich. So, es hat auch viel, viel Freude gemacht. Selbst der Stern blickt inzwischen humorvoll auf die Tagebücher zurück. Stern-Mutterkonzern RTL präsentiert uns den Skandal 2021 als unterhaltsame Komödie. Und was ist das Intimste, was man schreiben kann? Ein Tagebuch von Adolf Hitler. Das ist doch eine Sensation. In Germany we call it a Knüller. Prost. Sie dürfen nicht veröffentlichen. Die Bücher sind gefälscht. Also dafür irgendwelche Beweise? Doch was steht eigentlich drin in den Tagebüchern? Kaum jemand hat sie je gelesen. Und der Stern gibt sie uns auch nicht. Da und dort liegen einzelne Originalbände in Museen. Doch niemand stellt uns die Bücher zur Auswertung zur Verfügung. Ja. Scheint eine Art Geheimsache zu sein. Dann versuchen wir es im Bundesarchiv Koblenz. Der Stern hat nämlich 2013 angekündigt, dass die Tagebücher hier übergeben wollen. Hat der Stern sein Versprechen gehalten? Nein, die Tagebücher sind letztlich nicht ans Bundesarchiv übergeben worden. Der Stern hat seine Ankündigung noch einmal überprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, oder der Verlag, die Tagebücher nicht abgeben zu wollen. Dann fragen wir doch mal beim Stern selbst. Schließlich stimmt der Verlag zu, dass wir mal reinschauen dürfen. Ihr erinnert euch, es sind tausende Seiten alte deutsche Handschrift. Und das alles in einer Stunde durcharbeiten? Ohne Handyfotos? Und mit Aufpasserin? Der Verlag sagt uns, die Tagebücher wolle man uns nicht geben, weil sie nicht öffentlich werden sollten. Zitat, auch um Missbrauch zu verhindern. Zumindest haben wir jetzt mal einen Überblick darüber, welche Bände es so gibt, der Hitler-Tagebücher. Aber weil uns ein Überblick nicht reicht, haben wir woanders weitergesucht. Aus verschiedenen Quellen und über Umwege sind wir schließlich an Kopien der Tagebücher gekommen. Wir haben tausende Fotos gemacht. Doch so richtig viel kann man damit nicht anfangen. Es ist kaum lesbar. Altdeutsche Schrift. Aber dann kommt die Rettung.
Wir finden eine Firma, die ihre Ursprünge an der Uni Innsbruck hat. Sie haben eine künstliche Intelligenz entwickelt, die Handschriften lesbar machen kann. Mirjam und Johannes haben sich Hitlers Sauklaue angenommen. Nach 5, 6 Versuchen oder so war das Modell schon so gut, dass es dass man die Vorlage gut verwenden konnte. Das heißt, das Programm lernt selbstständig aus dem, womit wir es füttern. Und dann? Seite um Seite machen wir sichtbar, was Kujau damals aufgeschrieben hat. Naja, das. Also, ich habe da schon nachschauen müssen, teilweise gerade Namen von bestimmten Operationen, also militärische Operationen oder auch Orten und so weiter. Und dann, wenn man das einfach googelt und das richtig geschrieben wurde, dann hat man das meiste schon finden können. Es ist eine echte Sisyphusarbeit, die sich über Monate hinzieht. Doch irgendwann sind die insgesamt etwa 4000 Seiten übersetzt und wir können lesen, was der Stern damals für eine Sensation hielt. Also oberflächlich hat Kujau aus Chroniken, aus Büchern abgeschrieben. Das hat er auch eingestanden in seiner Vernehmung. Das war sozusagen das Grundgerüst der Tagebücher. Zwischendurch jede Menge vermeintlich intime Details. Die Blähungen haben stark zugenommen. Leide wieder an starken Blähungen. Aber in den Tagebüchern geht es nicht nur um den privaten Hitler, sondern auch um den politischen Hitler. Warum ist das so wichtig? Dieser Fälscher hat nicht nur Spaß gemacht, sondern er hat einen neuen Hitler erfunden. Und der Stern wollte uns das in die Geschichtsbücher schreiben. Dann schauen wir uns mal an, was über die NS-Verbrechen in den Büchern so drinsteht. Interessant ist nicht nur, was wir finden, sondern auch, was nicht. Nehmen wir mal den 29. und 30. September 1941. Da steht in den Hitler-Tagebüchern etwas über Flakangriffe, Panzeroffensive. Und dann steht da auch noch: Muss mir etwas mehr Ruhe gönnen. Auch brauche ich mehr frische Luft. Klingt nach einem ganz normalen Tag für Adolf Hitler 1941. Ein ganz normaler Tag war das aber nicht. Die folgenden Bilder zeigen NS-Verbrechen und können verstörend wirken. Wenn ihr das nicht sehen wollt, springt bitte 30 Sekunden vor. Am 29. und 30. September 1941 ermorden die Nazis an nur 2 Tagen über 33.000 Juden in der Schlucht von Babin Yar in Kiew. Das größte Einzelmassaker des Zweiten Weltkriegs. Diese Farbbilder waren bis vor einigen Jahren noch nicht bekannt. Sie zeigen die historische Wahrheit. Kujaus Hitler dagegen erwähnt dieses Massaker mit keinem Wort. Auch zu den anderen Massakern, Kriegsverbrechen, kein Wort. Am 20. Januar 1942 notiert Kujaus Hitler: Wir müssen unbedingt einen Platz im Osten finden, wo sich diese Juden selbst ernähren können. Es muss doch im Osten einen Flecken geben, wo man diese Juden unterbringen kann. Es gibt ein echtes Protokoll von diesem Tag, von der Wannsee-Konferenz, auf der das NS-Regime die systematische Vernichtung der Juden organisierte, die sogenannte Endlösung der Judenfrage. In den Tagebüchern findet man nicht einen einzigen Treffer zum Begriff Endlösung. Und dann finden wir noch ein anderes Dokument von Fälscher Kujau, verkauft an Sternreporter Heidemann. Es ist datiert auf den 28., 8 Tage nach der Wannsee-Konferenz. Geheime Reichssache steht darüber. Das Zusatzdokument verdeutlicht eine weitere Umdeutung des Holocaust, fast manisch. Auf 18 Seiten ist hier ein Plan aufgeführt. Hitler will die Juden nach Osteuropa, wohl Ungarn, bringen und dort ansiedeln. Um Europa judenfrei zu machen. Jüdische Frauen und Männer sollen getrennt nach Geschlecht in einer Art Reservat untergebracht werden. Von natürlicher Auslese bis ins Jahr 1965 ist die Rede.
Eine bizarre Idee außerhalb jeglicher historischer Realität. Denn auch hier von systematischem Ermorden kein Wort. In den Tagebüchern heißt es 10 Monate nach der Wannsee-Konferenz: Gebe Himmler Weisung, Wege zu suchen, um die Juden loszuwerden oder diese bis kommendes Frühjahr sicher unterzubringen. Himmler hat doch den Apparat, um mit den Verbündeten zu verhandeln oder in besetzten Gebieten einen geeigneten Platz zu finden. Die folgenden Bilder zeigen nochmal NS-Verbrechen und können verstörend wirken. Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann springt doch einfach 20 Sekunden vor. Einen geeigneten Platz finden. Die Realität ganz anders. Als Kujaus Hitler das schrieb, da lief der Vernichtungsapparat bereits auf Hochtouren. Vor allem im Osten entstanden große Lager, die nur einen Zweck hatten: die Tötung von Millionen Juden. Und die Vernichtung der Juden war ein zentrales Ziel Hitlers. Das sagt er sogar selbst, hier bei einer Rede 1939 im Reichstag. Wenn es dem internationalen Finanzjudentum in und außerhalb Europas gelingen sollte, die Völker noch einmal in einen Weltkrieg zu stürzen, dann wird das Ergebnis nicht die Bolschewisierung der Erde und damit der Sieg des Judentums sein, sondern die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Das wusste man auch alles schon 1983 und das wusste auch die Stern-Redaktion. Und trotzdem haben die das für möglich oder für plausibel gehalten sogar, dass Hitler in seinen privaten, persönlichen Aufzeichnungen nichts über die Judenvernichtung schreibt. Der Stern wollte damals wohl die Geschichtsschreibung ändern, das Bild Adolf Hitlers von den Verbrechen lösen. Noch ein paar andere Beispiele, wie der Holocaust in den Tagebüchern ausgeblendet wird. Von Konzentrationslagern schreibt der angebliche Hitler in seinem Tagebuch kein einziges Mal. Auch bei Gaskammer kein Treffer. Deportation kommt nicht vor. Auch die Vernichtungslager kein Treffer. Der systematische Mord an 6 Millionen Juden findet in den Tagebüchern nicht statt. Deshalb kommt der Politikwissenschaftler Hajo Funke zu einem eindeutigen Ergebnis. Diese Tagebücher sind Ausdruck von Holocaustleugnern. Das ist eindeutig. Das ist eindeutig. Sie bezwecken die Rehabilitierung des Dritten Reiches. Wenn man den Holocaust leugnen kann, an welchen Beispielen auch immer, an kleinen Details, die vielleicht nicht stimmen und so weiter. Wenn man ihn leugnen kann, dann haben wir die Chance für ein neues, rassistisches, völkisches, großes Deutschland. Und das haben sie in der rechtsextremen Szenerie immer wieder. Auch die Historikerin Heike Görtemarker hat für uns die Tagebücher gelesen. Hier ist nicht ein Dämon am Werk, ein Herrscher, ein Diktator am Werk, ein brutaler Vernichter sozusagen, sondern das ist ein positiver Mensch, der versucht, Unrecht zu verhindern, der sich immer um Ausgleich mit dem Ausland bemüht. Also Kujau erfindet hier eine positive Hitlerfigur. Und da ziehen sich bestimmte Motive durch die ganze Erzählung durch. Zum Beispiel, wenn es um das direkte Umfeld geht. Vor allem er hier, Heinrich Himmler, Chef der SS. In den Tagebüchern wirkt er wie der dunkle Fürst, der im Hintergrund die Fäden zieht. Mit dunklen Machenschaften gegen Hitler. Was genau, das bleibt unklar. Und so klingt die Fälschung. Himmler wird mir langsam unheimlich. Himmler hat mir nicht die Wahrheit gesagt. Himmler kann ich nicht dazu brauchen, denn er hält sich nicht an meine Befehle und Weisungen. Welch ein Unsinn, Himmler mit seinen SS-Mythos. Ich glaube, er lässt sich eines Tages noch als Halbgott verehren. Aber warum macht Kujau das? Wie ist das zu bewerten? Der fiktive Hitler hat mit nationalsozialistischen Gewaltverbrechen nichts zu tun. Er ist sogar derjenige, der versucht, andere, seine Parteigenossen, im Zaum zu halten, die viel radikaler und fanatischer sind als er selber. Ja, der fiktive Hitler befindet sich geradezu in Opposition
zur NS-Elite, zu seinen eigenen Parteigenossen. Und eine solche Deutung Hitlers hatte es bisher nie gegeben. Kujau erschafft also einen Hitler, der weitestgehend unschuldig ist. Er hat das alles reingeschrieben, der ach so lustige Fälscher Konrad Kujau. Ich muss Ihnen sagen, ich fühlte mich die letzte Zeit schon direkt als Hitler. Ich war Hitler. Die Tagebücher sind ja noch gar nicht fertig, weil ich war ja noch. Die sind ja heute noch nicht fertig. Aha. Ja, schreiben Sie noch dran im Augenblick. Es fehlen noch 4 Stück. Ich sage selber von mir, ich bin ein Fälscher. Da hätten Sie noch einen besseren von mir kriegen können. Rückblickend betrachtet, würden Sie das Ding genau noch mal so drehen? Ja, ich würde mich nur juristisch besser absichern. Aber hat er sich das wirklich alles allein ausgedacht? Wir fahren jetzt zum Kujau-Kabinett in der Nähe von Stuttgart, in den ehemaligen Wohnort von Konrad Kujau. Und da hat so ein Sammler so eine Art Museum eingerichtet. Kujau ist im Jahr 2000 gestorben. Der Kujau-Sammler Marc-Oliver Boger hat den Nachlass von Kujau sortiert und stellt ihn in seinem kleinen Museum aus. Kujau hat ziemlich viel gefälscht. Man konnte gutes Geld damit machen. Vor allem mit vermeintlichen Nazi-Dokumenten. Kujau hat ja immer darauf geachtet, die Hitler-Schrift zu variieren. Also der junge Hitler hat anders geschrieben wie der 50-jährige Hitler. Ja. Kujau-Sammler Boger zeigt uns auch noch sein Depot. Eine ganze Wohnung voll mit Kujaus Nazi-Fälschungen. Sogar die vermeintliche Gründungsfahne der NSDAP. Und Hitler hat die einfach verglast, also Kujau, muss ich sagen, hat sie ja verglast, mit dem entsprechenden Begleitschreiben versehen. Bilder von und mit Adolf Hitler. Viel Hitler-Kram hier bei Ihnen im Zimmer, ne? Ja, ja. Das ist eigentlich alles im Hitler reserviert. Ja. Kujau verkaufte seine Nazi-Fälschungen an Leute, die sich so etwas ins Wohnzimmer gehängt haben. So steht das schwarze Schilling. Hatte Kujau da Kontakte sozusagen in die rechte Szene auch? Oder? In die Sammlerszene, ja. Also das sind Überschneidungen natürlich zu erwarten, ist klar. Kujau hatte damals einen Militarierladen. Und diese Aufnahmen entstanden kurz nach Auffliegen des Skandals. Wir haben uns die Ermittlungsakte von dem Strafverfahren gegen Kujau besorgt. Mit wem hatte der Fälscher damals Kontakt? Wer ist damals aufgefallen? Ein Name taucht hier auf, Lothar Zaulich. Öffentlich ist der Name aber bisher in dem Zusammenhang gar nicht aufgetaucht. Zaulich hatte 1992 wegen seiner rechtsextremen Umtriebe Besuch von einem TV-Team. Und da sagte er Folgendes. Ich würde es natürlich begrüßen, wenn, sagen wir mal, nach Wahlkämpfen die NSDAP wieder an die Regierung käme. Das würde ich begrüßen. Ich glaube von dieser Holocaust-Geschichte nicht ein Wort, weil ich das so etwas nicht erlebt habe. Weil ich so etwas nie gesehen habe und auch nie davon gehört habe. Zaulich ist also Holocaust-Leugner, strammer Neonazi. Und gehört zu den bekanntesten und radikalsten Rechten zur damaligen Zeit. Aber warum taucht Zaulich in dem Zusammenhang mit den Tagebüchern auf? Die Ermittler vermuten, dass Zaulich und Kujau jahrelang gemeinsam gefälscht haben. Und dann durchsuchen sie Zaulichs Wohnung. Bei der Hausdurchsuchung finden sie ein Fotolabor, eine mutmaßliche Fälscherwerkstatt. Hier gibt es sogar ein Foto, ein Bild von diesem angeblichen Fotolabor. Hier. Das kann man jetzt nicht so gut erkennen, aber es steht zum Glück drüber hier, Fotolabor. Zaulich hat Kujau das Fälschen von Fotos beigebracht und mit ihm die Handschrift Hitlers geübt. Zaulich erklärt den Ermittlern, er habe Kujau gezeigt, wie einfach es sei, dokumentarisch mit der Vergasungslüge zu arbeiten. Vergasungslüge. Zaulich hat Kujau offenbar auch ideologisch geprägt. Die Ermittlungen gegen Zaulich wegen gemeinsamen Betrugs werden eingestellt. Aber die Fälscherzusammenarbeit ist unstrittig. Und Zaulich ist nicht der einzige Kontakt von Kujau in die radikale Neonazi-Szene.
Als Kujau dem Stern die Tagebücher verkauft, holte er sich juristischen Beistand. Erstmal nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich aber die Wahl seines Anwalts. Peter Stöckicht. Nicht nur Anwalt, sondern auch Abgeordneter für die NPD. Und als solcher beschäftigt ihn besonders ein Thema. Ein gemeinsames Ziel hat man, die Rolle der Deutschen im Zweiten Weltkrieg umzudeuten. Denn wir Deutschen sollen Verbrecher sein in alle Ewigkeit. Stöckicht war auch der Verteidiger von dem Naziführer Michael Kühn. Kühn ist in den 70er und 80er Jahren der bekannteste Neonazi Deutschlands. Er will das Hitlerbild der Deutschen verändern. Erscheint uns jetzt die Gelegenheit günstig, mit unserem Bild Adolf Hitlers an die Öffentlichkeit zu treten, unsere Quellen zu nennen und zu sagen, warum wir der Meinung sind, dass Adolf Hitler einer der größten Deutschen ist. Und Kühn belässt es nicht bei Propaganda. Um Hitler zu verteidigen, greift die Truppe auch zu Gewalt. Im Tannenhof verliert die äußerste Rechte alle Hemmungen, praktiziert zum ersten Mal Rebellion gegen die Polizei. Und Michael Kühn ist auch an vorderster Front dabei, wenn es um die Leugnung des Holocaust geht. Eine Aktion mit Eselsmasken. Ich Esel glaube noch, dass in deutschen KZs Juden vergast wurden. Und der Pressesprecher seiner Organisation ist der Kujau-Freund Lothar Zaulich. Zufall? Ein anderer Neonazi-Führer hat über Kujaus Verbindung in die rechte Szene geschrieben. Das war also in der Nazi-Szene bekannt damals. Und er wundert sich viele Jahre später noch, warum die Verbindung zu Kühnens Neonazi-Gruppe nicht öffentlich wurde. Weder Michael Kühn noch ich verstanden es damals, dass die Verstrickung des Pressechefs der neonazistischen ANSNA in die Stern-Affäre von den Behörden, zumindest aber von den Medien, totgeschwiegen wurde. Wir haben auf der einen Seite also einen Fälscher mit guten Kontakten ins Neonazi-Milieu und auf der anderen einen Käufer, den Stern-Reporter Gerd Heidemann. Auch Heidemann hatte einen auffälligen Nazi-Tick. Er hatte die ehemalige Yacht des Generalfeldmarschalls Hermann Göring gekauft, besaß selbst eine beachtliche Sammlung von Nazi-Andenken. Heidemann kauft im Auftrag des Stern die Tagebücher. Insgesamt wechseln 9,3 Millionen Mark bei diesem Deal ihren Besitzer. Wir sind auf dem Weg zu Heidemann. Der ehemalige Reporter ist inzwischen 91 Jahre alt. Ein Interview vor der Kamera will er uns nicht geben. Aber wir können mit ihm ein Telefoninterview führen. Was sagt Heidemann zu dem Inhalt der Tagebücher? Als Sie das gelesen haben, was haben Sie da gedacht, als Hitler dann da schrieb über einen Plan, die Juden eigentlich nach Ungarn umzusiedeln und so? Das klingt ja im Vergleich zur Realität, zu Vernichtungslagern, zu Erschießungskommandos. Aber ich hatte ja auch immer wieder Informationen bekommen, dass Hitler eventuell das nicht wusste. Also das heißt, Sie haben das für möglich gehalten, dass Hitler nichts von der Judenvernichtung wusste? Dass die alle im vorauseilenden Gehorsam das gemacht haben. Dass der Himmler das ohne Rückendeckung. Heidemann glaubt, es gäbe Belege, dass Hitler nicht alles wusste. Das widerspricht der historischen Forschung. Und Heidemann sagt uns, er habe eine zweite Quelle gehabt, über die er die Echtheit der Bücher bestätigt bekam. Um den hier geht es, Medardus Klapper, ein Waffenhändler aus Karlsruhe. Der hat Heidemann weisgemacht, er habe Kontakt zu dem totgeglaubten Martin Bormann, einem der engsten Vertrauten Hitlers. Und Klapper liefert Heidemann sogar dieses angebliche Beweisfoto von den beiden, sogar mit aktueller Sternausgabe unterm Arm. Wie sah denn das aus? Inwiefern hat Klapper bei der Bestätigung der Tagebücher geholfen? Er tat ja immer so, als sei er in Verbindung mit einer Gruppe aus Südamerika, alten Nazis, und dazu gehöre auch Martin Bormann. Und Bormann hätte ihm erzählt, er hätte von Hitler das goldene Parteiabzeichen mit Brillanten geschenkt bekommen. Nun gibt es in der ganzen Literatur keinen Hinweis, dass es ein goldenes Parteiabzeichen mit Brillanten gab.
Aber plötzlich stand in einem Tagebuch, dass Hitler Bormann, das wegen seiner treuen Dienste das goldene Parteiabzeichen mit Brillanten verliehen hat. Das hier ist wichtig, denn es geht um Täterwissen, das dieser seltsame Herr Klapper hat. Sein vermeintlicher Martin Bormann bestätigt die Lüge aus den Tagebüchern. Es ist halt ein großer Schwindel, denn der echte Martin Bormann ist seit 1945 tot. Es wirkt wie ein Komplott. Heidemann fällt also auf den einen Fälscher rein, auf Kujau, der wiederum von einem anderen Fälscher, Klapper, gedeckt wird. Und beiden zahlt Heidemann eine Menge Geld. Ihr ahnt es bereits, Kujau und Klapper haben zusammengearbeitet. Sie waren sehr wahrscheinlich Komplizen. Woher wir das wissen? Wir haben Schreiben von Klappers Anwalt aufgetan. Kujau und Klapper haben sich getroffen und die Vermarktung der Tagebücher abgestimmt. Wir erzählen es euch, weil das bislang nicht bekannt war. Was heißt das jetzt? Die Einzeltätertheorie, also lustiger Fälscher, Link großen Verlag, die ist vom Tisch. Denn hinter den Fälschungen steckt offenbar ein Netzwerk. Und es ist nicht nur ein lustiger Streich gewesen. Die Fälschung war der gut orchestrierte Versuch, Hitlers Unschuld zu beweisen. Beim Stern will man sich heute nicht mehr dazu äußern. Der Verlag lässt unsere Fragen zu den Inhalten der Tagebücher unbeantwortet. Aber der Skandal im Skandal ist, dass eins der liberalen großen Magazine in der Wahrnehmung der damaligen Zeit sich auf solche Hitlerversteherei, Verharmloserei und die Holocaustleugnung eingelassen haben und das für glaubwürdig erklärt haben. Das ist der Skandal. Und man konnte wirklich froh sein, dass im Grunde man relativ schnell der Fälschung überführt worden ist. Denn von dem Vorwurf der Holocaustleugnung, der Reinwaschung Hitlers, hätte sich das Stern-Magazin nicht erholen können. Wir haben die ganzen Tagebücher in einer kommentierten Fassung veröffentlicht. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und wir haben euch noch einen Film verlinkt hier über den Stern-Herausgeber Henry Nann und seine Rolle im Zweiten Weltkrieg und über den SS-Mann Karl M.